Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, wieso hat er gerade die Waffe so komisch weggetan? Aha, wenn ich, ich weiß gar nicht, welche Taste das ist, drücke, tut er die Waffe so schnell weg. Und warum ich es nicht weiß, welche Taste ich gerade drücke, weil ich hier im Stockbus drin sitze, weil ich eigentlich ein Horrorspiel aufnehmen wollte. Ja. Und jetzt war ich zu voll, das Licht wieder anzumachen. Deswegen heute mal eine Folge im Dunkeln. Gothic. Und wir teleportieren uns erstmal zurück zu Xardas. Wenn wir denn einen Mana-Trank zu uns genommen haben. So. Ah, weil wir ja im letzten Part in Xardas alten Turm waren, der bei einem Beben, ja, unter Wasser gegangen ist, mussten wir reintauchen, haben dort diese schnieke neue Rüstung gefunden, die habe ich glaube ich noch gar nicht gezeigt, oder? Was die für Werte hat. Die antike Erzrüstung. Diese alte Rüstung wurde vollständig aus magischem Erz wahrscheinlich gemacht. Ja, Schutz vor Waffen 95, vor Fallen 25, vor Feuer und 40 und Magie 10. Und in der Zeit... wie ich sehe, trägst du die Erzrüstung. Ich habe sie in einer der Kisten im versunkenen Turm gefunden. Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Uriziel in die Schlacht gegen die Orks führte. Ich hoffe, sie bringt mir mehr Glück als ihm. So, genau, weil er, der liebe Xardas, hat in der Zeit... hoffentlich für uns eine magische Formel für das Aufladen von Uriziel fertiggestellt. Hast du die magische Formel für das Aufladen von Uriziel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht? Sie muss von einem Magier gesprochen werden, während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Ja, theoretisch könnten wir jetzt noch hier sagen, als Magier werde ich mich schwer tun, Uriziel wirksam zu führen. Als Magier werde ich mich schwer tun, Uriziel wirksam zu führen. Es gibt da einen Weg. Aber zuerst musst du der Klinge ihre alten Kräfte wiedergeben. Kehre dann zurück. Ja. Werden wir aber nicht machen. Weil, ich kann es ja jetzt schon mal sagen, weil wir es ja nicht machen werden. Xardas würde uns dann da eine Rune aus dem Schwert machen. Mit der wir dann halt kein Schwert mehr hätten, sondern Runen macht. Allerdings, ja, bin ich jetzt nicht so der Magier in Gothic-Teilen. Und deswegen werde ich definitiv das als Schwert benutzen. Ist auch egal, ob ich Magier bin, ich kann das Schwert trotzdem benutzen, soweit ich mich erinnere. Ich weiß noch, ich habe das einmal mir zu einer Rune machen lassen. Das fand ich aber gar nicht so toll. Das war nicht so toll. Da nehme ich lieber das als Schwert. So, und... wir müssen jetzt einen Magier finden. Eine große magische Energiequelle benötige ich und einen hilfsbereiten Magier. Ja, große Energiequelle. Die kennen wir schon ziemlich lange. Zumindest kennen das die Wassermagier. Vielleicht haben sie auch gar nicht so unrecht. Das ist der große magische Erzhaufen, den sie da haben. Und deswegen werden wir uns einfach mal dahin teleportieren. Sei gegrüßt, mein Freund. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallo Milton, es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal trafen. Ich würde dir gern alles erzählen, doch im Moment ist keine Zeit dafür. Ich bin in Eile. Milton, ich brauche deine Hilfe. Um was geht es? Wie kann ich dir helfen? Lass uns irgendwo hingehen, wo es nicht so viele Ohren gibt. Wie du meinst. Folge mir. Ich folge dir.
Nun sprich. Worum geht es? Ich brauche die magische Energie des Erzhaufens und ich halte es für unklug, die anderen Wassermagier danach zu fragen. Du scherzt. Die Zeit des Scherzens ist vorbei. Ich meine es todernst. Ich habe Xardas, den Dämonenbeschwörer, getroffen. Ich handle in seinem Auftrag. Xardas? Langsam machst du mir Angst. Niemand hat mit ihm gesprochen, seit er das alte Lager verlassen hat. Ich schon. Wofür benötigst du die Energie des Erzhaufens? Ich will sie auf dieses Schwert hier übertragen. Wow. Was für eine Waffe. Es trägt den Namen Uriziel. Xardas gab mir diese magische Formel, um den Transfer zu vollbringen. Du musst sie aussprechen, während ich Schwert und Erz in Kontakt bringe. Es sieht so aus, als ob ich diese Zauberformel nur herunterlesen müsste. Aber wir werden ernsthaften Ärger mit Saturas und den anderen Magiern bekommen. Das Risiko müssen wir eingehen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig für alle Bewohner der Kolonie. Ich verstehe nicht. Es wird uns alle hier rausbringen. Du musst mir vertrauen. Einverstanden. Nach all dem, was du bereits für uns getan hast, besitzt du mein Vertrauen. Außerdem scheinst du auch das von Xardas zu besitzen. Triff mich unten beim Erzhaufen und zu keinem ein Sterbenswörtchen. Gut, wir treffen uns beim Erzhaufen. Bis dann. Da haben wir doch unseren Brettmagier schon gefunden. Und mit natürlich sage ich zu niemandem was, das wäre ja ziemlich doof, ne? Vor allen Dingen hier. Ich gehe mal kurz zu Saturas und sage ihm, dass wir mal kurz seinen Erzhaufen benötigen. Natürlich nicht. Saturas kann ich glaube ich auch gar nicht mehr sprechen, oder? Doch, ich kann glaube ich noch die Kreise Magie erlernen. Magie zu Ehren! Genau. Theoretisch? Ich möchte die hohe... Jetzt habe ich den Text weggespult, das tut mir natürlich sehr leid. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich zeig mal kurz die hohe Robe. So. Hat man ja auch schon bei Saturas und so gesehen. Auch ganz nette Werte, aber die antike Erzrüstung ist natürlich besser. Magie, du hast mir Ja, ich hab dir aufs Maul gehauen, ich weiß. Heil mich erstmal und jetzt hau ich dir wieder aufs Maul und das war gerade extrem laut. Na los. Gib mir noch. Warte mal, was hast du denn da unten noch schönes? Irgendeine Rune. So, gib mir nochmal hier. Ach, das sind. Ich brauche die. Gut, reicht erstmal. Das wirst du noch bereuen. Ja, das werde ich noch bereuen. Irgendwann, ne? Hast du eh, wenn ich das, dich das nächste Mal anspreche, wieder vergessen, beziehungsweise hast du vergeben. Bist ja netter, ne? Brauchst du nur ein paar Tränke. Denn wir gehen langsam, aber sicher aufs große Ende zu. Leider! Aber jedes Let's Play geht ja mal zu Ende, ne? So, Milton ist ja schon direkt hinter uns und ich werde hier nochmal abspeichern, denn ich weiß nicht genau, ob gleich das Video abspielen wird. Bin ich mal gespannt. Hoffe ich einfach mal. Wenn nicht, ja, muss ich das irgendwie anders lösen, ne? Schauen wir mal. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Ja. Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit? So bereit, wie man für solche Wahnsinnstat nur sein kann. Dann kann es ja losgehen. Kapitel 6, die Hallen des Schläfers. Letztes Kapitel. Es ist vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. Kaum, dass sich daran was ändern wird. War nicht besonders schlau. Hübsches Schwert.
der Geschichte muss doch wohl was. Das ist ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt. Ja, ist ja gut. Ich gehe jetzt. Pass auf, ich werde einmal speichern. Es hat zum Glück geklappt. Das Video hat sich abgespielt. Heißt, ich muss da nichts irgendwie reinschneiden oder so. Da bin ich ja schon mal froh. So, sammeln wir hier noch kurz die Erzbrocken auf. Und wir sind im letzten Kapitel angelangt. Ja, Oriziel haben wir schon ausgerüstet. Dieses ist das Schwert Oriziel. Oriziel ist magisch geladen. Magieschaden 120, Feuerschaden 30. Und man braucht auch nur eine Stärke von 30 für. So. War nicht besonders schlau. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht, der Part ist schon gleich wieder zu Ende. Würde ich aber sagen, wir gehen nochmal zu Xadas, berichten ihm, dass das alles geklappt hat. Und mach dann da einen kleinen Cut. Tolles Schwert. Na gut, sagen wir Xadas, wie gesagt, noch kurz Bescheid, dass wir das Schwert aufgeladen haben, dass es wieder funktionstüchtig ist. Xadas. Ich habe Oriziel aufgeladen. Unglaublich! Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Ja. Und jetzt kann man noch sagen, du erwähntest einen Weg, wie ich Oriziel als Magier führen könnte. Ich werde einmal davor speichern und kann ja nochmal diese Auswahlmöglichkeit zeigen. Du erwähntest einen Weg, wie ich Oriziel auch als Magier wirksam führen könnte. Wenn du Oriziel genau betrachtest, wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen. Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge. Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Oriziel selbst in sich trägt. Eine Zauberrune aus Oriziel? Mit der Kraft der Rune wirst du deine Feinde ebenso besiegen wie mit der Kraft des Schwertes. Aber sei gewahr, dass nur ein Meister des sechsten Kreises der Magie eine solche machtvolle Zauberrune beherrschen kann. Ja, aber wir behalten über unsere schnieke Waffe. Ach, ist die schön. Und dann sage ich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal bei Let's Play Gothic. Wir werden noch nicht dann in den Schläfertempel gehen. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Aber bald wird es dann auch in den Schläfertempel gehen. Bald geht es dem Ende entgegen. Ein paar Parts wird es, wie gesagt, davon noch geben. Und an dieser Stelle erstmal dann. Bis zum nächsten Mal.